heute zu dem Thema: Eine sozialverträgliche Transformation muss auf Technologieoffenheit setzen. Fragezeichen oder auch Ausrufezeichen. Und an dieser Stelle auch wieder, mein Name ist Anke Oedekoven und ich freue mich, dass ich Sie auch final heute wieder begleiten darf. So, nun genug meiner Worte. Ich freue mich nun auf eine sehr spannende und heute sehr große Diskussionsrunde mit Dr. Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale, Herrn Dr. Stefan Kaufmann von der CDU im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Klaus Mintrup von der SPD, Professor Martin Neumann für die FDP. Ja, ursprünglich war Oliver Krischer angekündigt, ihn vertritt heute Katrin Uhlig für die Grünen. Und durch diese Diskussionsrunde wird uns heute moderieren unser Vorstandsvorsitzender, Herr Professor Linke. Herzlich willkommen in die Runde und Herr Linke, ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Herzlich willkommen auch meinerseits. Vielen Dank, Frau Oedekoven. Vierte Wasserstoffwoche und jetzt zum Schluss noch ein steiler Anstieg mit Vertretern der verschiedenen Parteien und auch der Verbraucher. Ich möchte ganz herzlich begrüßen heute in dieser Runde Herrn Dr. Thomas Engelke. Er leitet seit 2016 das Team Energie und Bauen im Verbraucher, in der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Zuvor war er seit 2004 im Hause Office der gemeinsamen Vertretung Hamburgs und Schleswig-Holstein bei der EU in Brüssel mit dem Schwerpunkt Energiepolitik tätig. Der studierte Biologe leitete von 1993 bis 2004 den Bereich Biotechnologie in der Landesregierung Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Von der CDU/CSU, Herr Dr. Stefan Kaufmann, er ist seit 2020 Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der promovierte Jurist ist langjähriger Bildungs- und Forschungspolitiker und vertritt seinen Wahlkreis Stuttgart seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag. Herzlich willkommen. Von der SPD, Herr Klaus Mintrup. Er sitzt seit 2013 für die Berliner SPD im Deutschen Bundestag. Seine politischen Schwerpunkte sind Mieten und Energiepolitik sowie Klimaschutz. Der diplomierte Biologe ist Genossenschaftsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion und aktiver Genossenschaftler im Vorstand einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft. Herzlich willkommen auch an Sie. Professor Dr. Martin Neumann von den Liberalen. Er ist promovierter Ingenieur für Maschinenbau und technische Gebäudeausrüstung und erhielt bereits 1999 eine Professur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seine politische Karriere startete Herr Neumann 1989 als Stadtdirektor in Lübbenau und setzte sie dann von 1990 bis 1994 auf Landesebene als Mitglied des Brandenburger Landtags fort. Von 2009 bis 2013 war er dann Mitglied des 17. Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen an Sie. Last but not least und vielen Dank für Ihre Vertretung, Frau Katrin Uhlig von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Direktkandidatin in Bonn, dem Hauptsitz des DVBWs, also deswegen nochmal ein doppeltes herzliches Willkommen. Und seit 10 Jahren im Bereich Energie und Klimaschutz tätig und wie der DVGW übrigens auch im Bereich Wasser visiert. Sie ist Büroleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin von Oliver Kirschern. Vielen Dank für Ihre spontane Bereitschaft, heute an dieser Diskussion mit teilzunehmen. Ein kleines Heranführen an das Thema. Die ersten 3 Wasserstoffwochen haben uns dem Thema Wasserstoff, vor allem halt dem Thema Klimaschutz mit Wasserstoff, näher gebracht. In der ersten Woche haben wir uns mit dem Ressourcenthema auseinandergesetzt und bilanziert, dass wir genug Wasserstoff in Europa produzieren können. Natürlich ist das Global Sourcing noch besser, wenn wir auch andere sonnenreichen Gegenden mit einbeziehen. Wir haben gehört, dass es kein Champagner der Energiewende sein muss, sondern dass tatsächlich Wasserstoff Mineralwasser sein kann. Insbesondere dann, wenn man auch an alle Farben denkt. Hauptsache, der Wasserstoff ist klimaneutral. In der zweiten Woche haben wir uns mit der Infrastruktur auseinandergesetzt. Die Infrastrukturbetreiber haben uns ihre Projekte vorgestellt und gezeigt, dass mit geringen Anpassungen die Umstellung von Wasserstoffnetze, von Erdgasnetze auf Wasserstoffnetze möglich ist. Das Tor ist weit aufgestoßen worden in dieser zweiten Woche. Und in der dritten Woche, in der letzten Woche, haben uns die Endgerätehersteller, insbesondere vom EHI und BDH, also auch von den Verbänden in Deutschland und Europa, gezeigt, dass die modernen Endgeräte 20% Wasserstoff vertragen und die demnächst in den Markt kommenden Geräte selbstadaptierend sein sollen und damit auch hier das Tor für 100% Wasserstoff oder für Mischformen weit aufstoßen. Das führt natürlich jetzt zu der Frage, wie geht's voran?
Wer bezahlt aber vielleicht doch die Kosten, die hier und dort anstehen? Und wie kann man vor allem eine solche Kurve, ein solches Integral von heute bis zum Jahr 2050 kostenoptimal gestalten? Was möchte der Kunde haben? Was ist für den Kunden bezahlbar? Und wie müssen die regulatorischen Weichen stellen, damit uns das auch wirklich gelingt, damit Wasserstoff für die Industrie, für die Endkunden im Wärmemarkt und für andere Zweige in der Mobilität auch tatsächlich zu dem Hoffnungsträger werden kann, beziehungsweise vom Hoffnungsträger auch seine Energie entfalten kann und uns in Zukunft mit sauberer Energie versorgt. Und nun sind die Kandidaten dran, die von mir ausgewählten, doch sehr schwierigen Fragen zu beantworten. Und ich möchte natürlich sofort mit dem Thema Sozialverträglichkeit beginnen, Vereinbarkeit von Klimaschutz und Sozialverträglichkeit. Beginnen möchte ich mit Herrn Dr. Engelke und an Sie die Frage, was heißt eigentlich in Zeiten der Klimapolitik, der Klimapolitik sozialverträgliches Wohnen? Wie würden Sie das definieren? Ja, vielen Dank, Herr Professor Linke. Wir haben tatsächlich als Verbraucherzentrale Bundesverband in den letzten Jahren auch verstärkt immer wieder auch über diese soziale Komponente diskutiert, obwohl wir ja kein Sozialverband sind. Und uns geht es natürlich in erster Linie darum, dass die Verbraucher als Gesamtheit eine wichtige Rolle spielen und im Vergleich dann mit anderen Verbrauchergruppen im Energiemarkt, sprich der Industrie und dem Gewerbe, dass da sozusagen eine Kostenfairness besteht. Aber jetzt nochmal konkret zum sozialverträglichen Wohnen. Da geht es natürlich insbesondere ums bezahlbare Wohnen. Es geht um bezahlbare Mieten. Es geht auch um die stark steigenden Kaufpreise. Nebenkosten zum Beispiel ist für uns ein wichtiges Thema. Aber es geht natürlich auch um die Energieversorgung. Das heißt, wie verbessern wir die Energieeffizienz im Gebäudebestand? Was machen wir mit Neubaustandards? Wie schaffen wir es, den Umbau weg von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien, was ja gewünscht ist? Wie kann man das gestalten? Und wir machen regelmäßig Umfragen. Und die zeigen uns, dass das sind fast immer 80%, also 4/5 ungefähr der Befragten, sprechen sich dafür aus, dass sie die Ziele der Energiewende unterstützen. Und dazu gehört eben auch ein Umbau hin zu erneuerbaren Energien. Insofern unterstützen wir das auch sehr. Und das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen auch für die nächste Zeit bis 2050. Dankeschön. Billig soll es vor allem sein. Das hören wir immer bei den Umfragen, die wir machen. Herr Kaufmann, die nationale Wasserstoffstrategie ist das Instrument, das Ihrer Funktion und Ihnen auch Rückenwind gibt. Ist dort eigentlich Sozialverträglichkeit mitgedacht worden? Welche Maßnahmen aus der Strategie würden Sie sehen, zahlen auf genau dieses Element ein? Also jedenfalls haben wir bei der Wasserstoffstrategie sehr stark auch das Thema Akzeptanz mitgedacht, auch jetzt das Thema Bildung und Ausbildung, das natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängt. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir vielleicht schon in diesem Jahr mit einer Art Roadshow starten, um eben auch diese Akzeptanz für die Wasserstoffwirtschaft zu fördern. Denn natürlich kostet die Energiewende ebenso wie der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft sehr viel Geld. Das muss irgendjemand bezahlen. Wir haben jetzt im Konjunkturprogramm 9 Milliarden Euro reingegeben. Das wird aber natürlich nicht reichen. Und am Ende natürlich wird die Frage sein, wer bezahlt die Energiewende, wer bezahlt höhere CO2-Preise und natürlich auch, wie schaffen wir Akzeptanz für diese Energiewende, die wir ja vor allem mit dem Wasserstoff erreichen wollen. Und das sind einzelne Maßnahmen auch adressiert. Ich will, wie gesagt, auch den Bereich der Bildung und Ausbildung nochmal ansprechen. Sind ja auf die einzelnen Häuser auch entsprechend dann die Aufgaben verteilt. Aber es hat jetzt sicherlich nicht den Schwerpunkt Sozialverträglichkeit in der Wasserstoffstrategie. Sie ist schon sehr stark technologieorientiert. Es geht eben um Strukturen, Infrastrukturen und Wasserstoffproduktion, um Technologieoffenheit. Das ist ein anderes Thema heute. Also insofern ist es mitgedacht, aber es kann sicherlich auch in der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Wasserstoffstrategie, wenn dann tatsächlich auch mal die großen auch Anlagen gebaut werden, die ja dann auch im Genehmigungsverfahren entsprechend dann durchgesetzt werden müssen, wenn wir da noch etwas weiterkommen. Also insofern durchaus ein Thema auch für die nächste Legislaturperiode. Vielen Dank. Aber Akzeptanz sprachen Sie schon an, sicherlich eine ganz wichtige Voraussetzung, um vielleicht auch über
eine Belastbarkeit ertragbar zu machen, wenn man zumindest rational mitgeht, auch wenn es dann vielleicht im Geldbeutel wehtut. Deswegen die Frage jetzt an Klaus Windrup von der SPD, und ich spreche natürlich das S jetzt in der Bezeichnung Ihrer Partei an und auch speziell Ihre Funktion als Genossenschaftsbeauftragter. Haben wir eine Elitendiskussion? Wird der Klimaschutz, ist das nur was für Reiche, verschärft Wasserstoff das Problem, oder ist Wasserstoff Ihrer Meinung nach vielleicht sogar die Lösung, um hier Entspannung herbeizuführen? Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Wenn man sich die Seite des Bundeswirtschaftsministeriums anguckt, wo es um die Frage einer neuen Wärmeversorgung geht, dann sieht man da ein schönes Passivhaus mit einem Elektroauto vor der Tür, einer Wärmepumpe vor der Tür, einer Photovoltaikanlage, und im Hintergrund dreht sich eine Windkraftanlage. Das ist ja nicht die Realität, wie die meisten Menschen wohnen. Und um jetzt mal zu springen, also unsere Genossenschaft, bei der ich nicht im Vorstand, sondern im Aufsichtsrat bin, wir haben also Wohnungsbestände in Berlin und in Brandenburg, und wir schaffen das tatsächlich, das machen wir, das gibt es seit 21 Jahren, wir achten immer darauf, dass die Kosten für unsere Mitglieder möglichst gering sind, und das hat natürlich automatisch zur Folge, dass auch die Energiekosten gering sein sollen, und wir denken dabei ganzheitlich. Das heißt, wir schauen uns nicht nur an die Bereiche, für die wir quasi die Abrechnung machen, sondern wir gucken uns auch Strom an. Und da sind wir dann bei der Frage auch von Wasserstoff. Wenn man ganzheitliche Konzepte macht, wenn man die Gebäudehülle betrachtet, die Einsparung in der Gebäudehülle, die Technik, wie man sie betreibt, dann die Strom- und Wärmeerzeugung, dann ist das so, dass im Augenblick wir viel mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist im Augenblick technisch wärmegeführt, aber wir werden sicherlich in Zukunft auch mit Wasserstoff arbeiten, aber auch mit Wärmepumpen. Und am Ende glaube ich, dass wenn man ganzheitlich denkt, wenn man in Quartieren denkt, wir haben ganze Quartiere, dass man das sehr, sehr wirtschaftlich hinbekommen wird. Denn wir stehen ja beim Wasserstoff erst am Anfang der Lernkurve. Und Wasserstoff wird der Kostendegression bei den Erneuerbaren folgen. Und wenn man ganzheitlich denkt und immer wieder das System den Örtlichkeiten anpasst, das ist ja das Wesen bei den Erneuerbaren, dass ich schaue, wie ist die Situation vor Ort, kriegt man das sehr wohl sozialverträglich hin. Und man muss sich aber davon trennen, dass man alles gleich macht, dass man irgendwie sagt, das Passivhaus im Altbaubestand ist das Silver Bullet, mit dem man alle Probleme lösen kann. Technisch offen herangehen und nicht alles über Elektronen. Die Moleküle spielen eine Rolle, und das wird Wasserstoff sein. Und Wasserstoff wird immer kostengünstiger werden. Und wir haben eine vernünftige Infrastruktur, die wir ansonsten auch nicht nochmal aufbauen müssen. Ja. Also ich glaube, das kriegt das hin. Vielen Dank. Also ein smartes Vorgehen scheint ja sehr wichtig zu sein. Ja, apropos smart. Herr Lindner hatte kürzlich in einem Interview mit den Spitzenkandidaten fürs Kanzleramt als erster in die Diskussion das Thema der Farbenlehre und des Wasserstoffs reingebracht, nachdem sich eigentlich anfangs die Diskussion sehr auf Strom zugespitzt hat und damit auch das Thema der Sozialverträglichkeit angesprochen. Deswegen die Frage an Sie, Herr Neumann. Wie ist Ihre Meinung dazu, insbesondere mit Blick auf die Farbenlehre? Wir haben eben was über Technologie gehört, clevere Zusammensetzung. Hat auch die Farbe des Wasserstoffs vielleicht einen Effekt darauf, ob man ein sozialverträgliches Produkt hinbekommt oder eher nicht? Also erstmal vielen Dank für die Frage und auch für die Runde, die heute hier stattfindet. Kollege Mintrop hat ja viele Dinge auch schon gesagt, die sozusagen auch quasi auch unsere Position sind. Ich will es nochmal zusammenfassen und sagen, dass im Vordergrund steht natürlich die Erreichung der Pariser Klimaziele. Darauf kommt es an, tatsächlich CO2-Emissionen zu senken. Das ist die Herausforderung. Und daraus folgt natürlich dann auch die Frage der Technologieoffenheit, also die Frage, mit welchen Technologien erreichen wir das kostengünstig. Wir gehen immer davon aus, von dem sogenannten Ziel Viereck, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Akzeptanz und Ökologie. Und jetzt versuchen wir natürlich da mit Technologieoffenheit, also keine Verbote oder Gebote, weil das natürlich dann schon wieder auch auf die Kosten Einfluss nehmen kann. Denn kein Gebäude ist wie das andere. Wir brauchen wirklich Spezifik. Wir brauchen tatsächlich ganzheitliche Lösungen. Das ist ja auch schon mehrfach gesagt worden. Und ich bin jemand, der auch viele Jahre Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Bundesverband gemacht hat und natürlich auch weiß, wo Menschen abgeholt werden müssen. Und ich bin auch jemand, der ganz mit Nachdruck fordert, ganzheitliche Energieberatung, damit wir die Mieter, die Eigentümer, also alle, die mit dem Thema Energie zu tun haben, mitnehmen. Mein Slogan war immer, die Anwendung, das Arbeiten oder das Nutzen von erneuerbarer Energie muss Spaß machen. Und dann, glaube ich, ist es mit der Akzeptanz besser, weil Menschen verstehen müssen.
Und Stefan Kaufmann hat es ja gesagt, wir haben ja beide in der 17. Legislaturperiode Bildungspolitik gemacht. Ich glaube, wir müssen ganz frühzeitig anfangen. Also da gibt es ja schöne Projekte auch über die Bundesregierung, das Haus der kleinen Forscher, wo wir also tatsächlich auch wirklich im jugendlichen Kinderalter quasi anfangen, das Thema Naturwissenschaft, da wird Energie dazu beleben, einfach um letztendlich die Akzeptanz auch später dann bei den Menschen zu bekommen. Das ist, glaube ich, muss man zusammendenken. Jetzt habe ich ein paar Zauberworte gehört. Akzeptanz klingt auch erstmal gut, wurde auch nochmal von Ihnen wiederholt. Und noch mehr, sogar Spaß soll es machen. Spaß hat es ja einigen nicht so sehr gemacht beim Thema PV. Die einen haben sich gefreut, die Besitzer, die Mieter dann vielleicht eher weniger. Was ist die Antwort der Grünen jetzt an dieser Stelle, Frau Ulich? Wie sehen Sie das zum Beispiel, ob man nicht mit CO2-Einnahmen, die man ja sicherlich generieren wird, auch über die Abgaben für fossile Energieträger, dann den Markthochlauf für klimaneutrale Gase unterstützen sollte, um es dann auch so sozialverträglicher zu gestalten? Ganz herzlichen Dank, dass wir heute dabei sein können. Auch Grüße nochmal von Herrn Krischer und auch von meiner Seite die Entschuldigung, dass er kurzfristig verhindert war. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie haben viele richtige Punkte schon angesprochen. Wir haben ja auch eine intensive Diskussion zum Thema CO2-Preis geführt in den letzten Wochen. Der wurde ja Anfang des Jahres bereits eingeführt. Unter anderem durch die Union und die SPD im Bundestag und die Beteiligung des Bundesrates. Unsere klare Zielsetzung an der Stelle ist, dass das Geld aus den CO2-Preiseinnahmen zurück an die Bürgerinnen und Bürger gehen soll und ein Energiegeld ausgezahlt werden soll. Unabhängig davon ist es natürlich zentral, dass Zukunftstechnologien auch entsprechende Förderung erhalten, es Pilotprojekte gibt, wir uns darüber austauschen, wie die Infrastruktur der Zukunft aussehen soll, wir da zusammendenken, was es jetzt schon gibt, zum Beispiel im Bereich Gasinfrastruktur, mit dem, was man in der Zukunft braucht, im Bereich Wasserstoff. Für mein Gefühl ist es noch zu losgelöst voneinander. Wir diskutieren viel über Wasserstoff, so als hätten wir nicht schon einen Status quo. Das müssen wir gerade im Hinblick auf die Klimaziele von Paris zusammenführen, Infrastrukturinvestitionen zusammendenken, da auch gucken, dass wir keine Stranded Investments verursachen zum jetzigen Zeitpunkt. Und in Bezug auf die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch soziale Komponenten berücksichtigen, wie zum Beispiel bei den Überlegungen, die wir haben zur energetischen Gebäudesanierung, dass da ein klares Drittelmodell erfolgen muss. Ein Drittel kommt vom Staat, ein Drittel vom Vermieter oder dem Hausbesitzer und ein Drittel von den Mieterinnen und Mietern, die ja dann auch über die geringere Wärmenotwendigkeiten eines sanierten Hauses auch wieder Einsparungen haben. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt schon auf weitere politische Instrumente abgezielt. Ich werde auch tatsächlich in der vierten Runde, wir haben jetzt gerade die erste hinter uns, nochmal genau auf diese Fragen der geeigneten politischen Instrumente zu sprechen kommen. Jetzt läute ich aber gerne die zweite Runde ein und möchte nochmal einmal etwas konkreter werden und auf die Endgeräte und auch tatsächlich die Kosten für den Privathaushalt, für den Kunden eingehen. Herr Engelke, EHI, European Heating Association, hat angekündigt, hier in Kürze Geräte zu bauen, die genauso teuer sind wie der heutige Brennwertkessel, dann aber selbstadaptierend sind oder mit 200 Euro Aufrüstkit umgerüstet werden können auf Wasserstoffkonformität. Sie müssten doch jetzt eigentlich jubeln. Das ist doch eigentlich das, was sich jemand, der für die Verbraucher steht, wünscht. Oder wie sehen Sie das? Naja, die Verbraucher gucken natürlich auch auf die Geldbörse. So. Das heißt, die gucken natürlich auch auf Kostengünstigkeit der jeweiligen Energien. So. Und ich meine, wir heizen ja heute fast, glaube ich, noch mit zwei Dritteln ungefähr mit Erdgas und mit Öl. Und das hat ja auch seinen guten Grund. So, die Frage ist ja jetzt, wie kommt man hin zu den erneuerbaren Energien? So, und wie kann man diese beiden Punkte miteinander verknüpfen? Und wir erleben ja in der öffentlichen Diskussion mehr die Diskussion um grünen Wasserstoff und weniger die Diskussion um grauen oder blauen Wasserstoff.
Und wenn man jetzt, so habe ich Ihre Frage verstanden, wenn man jetzt ein Heizsystem einführen würde, wo man grauen Wasserstoff verwenden würde, dann wäre es sozusagen Austausch Gas gegen Wasserstoff. Man hätte aber für die Energiewende noch nichts gewonnen. Das heißt, das wäre ein Schritt, der irgendwo neutral wäre. Aber wichtig wäre es ja, dass man dann den grünen Wasserstoff verwenden könnte. Wenn das möglich wäre, wäre das Verbraucher mit Sicherheit ein großer Schritt nach vorne, wenn der kostengünstig zur Verfügung gestellt werden könnte. Nur wir müssen dabei berücksichtigen und realistisch bleiben, dass der grüne Wasserstoff, der begrüßt werden würde, zurzeit einfach noch nicht da ist und für den Wärmebereich noch nicht zur Verfügung steht, weil die Menge nicht ausreicht. Und das wird sicherlich noch eher 20 und 30 Jahre dauern als 10 Jahre dauern. Und insofern sind wir sehr zurückhaltend mit der Verwendung von Wasserstoff im Gebäude- und Wärmebereich. Aber zunächst einmal eine tolle Option, wenn man halt ein Gerät hätte. Vorausgesetzt, der Brennstoff ist halt eben auch klimaneutral. Ich würde nicht unbedingt sagen grün, denn wenn er klimaneutral ist, ist er klimaneutral. Aber deswegen vielleicht auch mal die Frage an dieser Stelle an Herrn Kaufmann. Innovationsbeauftragter für grüner Wasserstoff, ist das nicht eigentlich vom Titel jetzt auch schon zu eng gedacht, wenn man das eben gehört, berücksichtigt klimaneutrale Energie, kann ja auch zum Beispiel blau oder türkis sein. Und haben wir vielleicht mit diesen ganzen Aktionen doch irgendwie ein Denkverbot gesetzt? Man hört das auch ein bisschen raus bei Herrn Engelke, die Kritikalität oder die Kritik an Wasserstoff und Wärmemarkt, da gibt es noch sehr viel Skepsis. Wie sehen Sie das? Haben wir ein Denkverbot für Wasserstoff im Wärmemarkt? Wird die nationale Wasserstoffkommission, der Rat, hier vielleicht einen Durchbruch erzielen? Wasserstoff im Wärmemarkt ist doch per se eigentlich nicht kundenunfreundlich, oder wie sehen Sie das? Ja, es war natürlich eine ganze Vielzahl jetzt von Fragen, will ich auch vielleicht etwas länger antworten. Also wir denken natürlich auch jetzt als BMWF auch in der Regierung den Wasserstoff in der Wärmeversorgung von Anfang an mit. Und natürlich kann hier der Wasserstoff ein Baustein sein zur CO2-neutralen Wärmeversorgung. Das ist ja keine Frage. Und natürlich kann man jetzt am Anfang, um Technologien zu erproben, ob es im Brenner auch mit Wasserstoff funktioniert und ob die Leitungen eben auch für Wasserstofftransport geeignet sind. Das untersuchen wir ja in unserem Leitprojekt trans2.de. Natürlich auch anderen Wasserstoff benutzen. Aber grauer Wasserstoff ist ja nun gerade das, was wir nicht wollen, weil dort bei der Produktion nun mal sehr viel CO2 entsteht. Insofern kann es ja tatsächlich nur um die Frage gehen, wie gehen wir mit blauem Wasserstoff um oder perspektivisch mit türkisem Wasserstoff. Den haben wir noch nicht, das wissen Sie. Da sind wir in einem Erprobungsstadium. Bei BASF wird das erforscht. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 auch in größerem Umfang türkisen Wasserstoff herstellen können. Das ist eine spannende Option, weil er sehr viel weniger Energie verbraucht und der CO2 eben als fester Stoff dann rauskommt. Und natürlich wissen wir auch, dass wir für einen Markthochlauf jetzt nicht nur auf grünen Wasserstoff setzen können, sondern auf bunten Wasserstoff. Das schließt auch meine Funktionsbezeichnung nicht aus. Also klar ist aber, dass wir eben unsere Fördergelder jetzt auch im Infrastrukturprogramm, diese 9 Milliarden eben für die Finanzierung von grünen Wasserstofftechnologien ausgeben, für Wasserelektrolyseure zum Beispiel. Aber wir wissen auch, dass wir für einen Markthochlauf, auch um auszutesten, wie wir Stahl beispielsweise mit Wasserstoff produzieren können, natürlich auch blauen Wasserstoff nutzen werden. Den werden wir dann importieren, eben aus Norwegen oder Niederlande. Wir hatten ja die Diskussion um Carbon Capture and Storage in Deutschland, die wurde negativ beschieden am Ende. Und natürlich muss man sehen, dass es jetzt nicht nur bei der Produktion von dem blauen Wasserstoff natürlich Erdgas gefördert wird, sondern dass es den Methanschlupf gibt und natürlich auch umweltschädliche Gase freigesetzt werden. Und deshalb ist natürlich blauer Wasserstoff schon eine Diskussion wert. Aber Sie haben es ja angedeutet, andernorts in Europa, in Brüssel, diskutieren wir nicht über blau und grün und rot und gelb, sondern über klimaneutralen Wasserstoff, weshalb ja auch die Franzosen sich hier mit ihrem Atomstrom-Wasserstoff sehr gut positioniert sehen. Das sind schwierige Diskussionen, über die müssen wir diskutieren. Keine Frage, die müssen geführt werden. Also insofern, ich würde sagen, wir sind auch hier, was jedenfalls die Nutzung unterschiedlicher Wasserstofffarben jetzt in einem Markthochlauf angeht, Technologie offen, müssen dann ehrlich auch über die verschiedenen Optionen der Produktion reden. Und im Wärmemarkt, wie gesagt, haben wir natürlich die Möglichkeit. Und da gilt aber das, was Herr Engelke sagte, wir brauchen am Ende eben große Mengen
blauen und dann eben grünen Wasserstoff, die haben wir derzeit noch nicht. Ich möchte trotzdem keine Zuteilungsdiskussionen. Am Ende möchte ich es dem Wettbewerb und dem Markt auch überlassen. Und die Hersteller von Brennern und so weiter gehen ja fest davon aus, sie haben es ja auch angedeutet in den Eingangsworten, dass wir eben Wasserstoff auch verbrennen können jetzt in diesen Heizungen und dass es technologisch möglich ist. Und darauf sollten wir zumindest perspektivisch dann auch als eine Option setzen. Wohl wissen, dass wir natürlich mit Wärmepumpen, Abwärme, Geothermie, Solarthermie auch viele andere Lösungen haben jetzt für den Gebäudesektor. Ja. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Darstellung. Herr Mintrup, ich würde Ihnen gerne mal jetzt eine eher industriepolitische Frage stellen. Sie haben ja auch die Ankündigung vielleicht von dem EAI gehört, hier diese selbstadaptierenden Geräte in den Markt zu bringen zu niedrigen Kosten. Unabhängig davon, dass das sicherlich für den Verbraucher interessant sein kann, insbesondere wenn auch noch dann der Energieträger dekarbonisiert ist und erschwinglich ist. Wir müssen natürlich immer die Perspektive des Kunden mit berücksichtigen. Können wir uns ja auch mal in die Schuhe der Produzenten stellen. Das heißt, es sind im Wesentlichen deutsche Firmen wie Wismar, Bosch, Weiland, die halt eben auch Europa, wenn nicht sogar große Teile der Welt, mit Heizungstechnologie versorgen. Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie solche Initiativen, die ja auch getriggert werden, durch Wasserstofftechnologie? Was ist Ihre Meinung dazu? Erst möchte ich nochmal, bevor ich Ihre Frage beantworte, noch was zur Kollegin Ulich sagen. Die hat ja eben suggeriert, als würde die CO2-Preise im Augenblick in den allgemeinen Haushalt gehen. Die gehen ja alle in den Energie- und Klimafonds. Und das, was die Grünen fordern, haben wir schon lange gemacht. Übrigens mit Zustimmung der Grünen ist die CO2-Bepreisung beschlossen. War nicht die Koalition alleine, sondern Zustimmung der Grünen bei den Preisen. Und wir haben den Energie- und Klimafonds. Da geht das Geld rein und geht nicht in den allgemeinen Haushalt. Jetzt zu Ihrer Frage der Industriepolitik. Natürlich rede ich auch mit den Herstellern und wir haben ja eine doch weltweit führende Heizungsindustrie und die sind ja auch sehr innovativ aufgestellt. Und wenn man mit denen redet, ist es klar, dass sie wissen, sie haben nur dann eine Zukunft, wenn ihre Emissionen nicht die Umwelt schädigen. Also im Prinzip, wenn kein fossiles CO2 ausgestoßen wird. Und es gibt im Grunde genommen Wasserstofftechnologien, wobei da eben, ich sage jetzt mal, die reine Verbrennung ohne die Kraft-Wärme-Kopplung, also ohne die Brennstoffzelle, eher in den Hintergrund treten wird, aus meiner Sicht, auch aus der Sicht der Unternehmen. Und dann gibt es natürlich die Tendenz zur Wärmepumpe. Und am Ende verkaufen die alles, und was ja auch richtig ist. Weil die Situation muss ja, wie gesagt, man muss da gucken, in welcher Lage bin ich. Habe ich kann ich ein gutes Nahwärmenetz aufbauen, was ja eben auch schon vom Kollegen Kaufmann gesagt wurde, wo ich Abwärme nutzen kann, werde ich den Weg gehen. Habe ich eine Situation, wo im Prenzlauer Berg in Häusern im Augenblick Thermen auf der Etage sind, bevor ich so ein ganzes Haus umbaue, andere Systeme einbaue, kann es sein, dass ich tatsächlich reingehe mit neuen wasserstofffähigen Thermen. Das Entscheidende im Grunde genommen ist der technologische Fortschritt und immer wieder die Orientierung an 100% CO2 Vermeidung, und zwar fossilem CO2. Und ich höre immer die Zahlen 2040, 2045, und es dauert lange. Ich bin ja gerade auf dem nordamerikanischen Kontinent unterwegs. Und wenn Sie sehen, was passiert im Westen des nordamerikanischen Kontinents, Temperaturen knapp unter 50 Grad, wenn Sie mitkriegen, dass der Jetstream eventuell zusammenbricht, dann kann ich Ihnen nur eins sagen, man sollte sich nicht an diesen Zahlen ausrichten, sondern sollte sich daran ausrichten, was hier passiert. Und wir sind kurz davor, dass die Kipppunkte erreicht werden. Das heißt, es kann sein, dass wir viel schneller werden müssen. So, und wie werden wir viel schneller? Wir werden nicht schneller werden, indem wir also das Tempo unserer Gebäudesanierung im Sinne von Hüllensanierung können wir steigern, aber wir können es wahrscheinlich mit Faktor 10 steigern, was wir vielleicht machen müssten. Aber im Bereich der industriellen Produktion haben wir riesige Möglichkeiten, diese zu steigern. Und wenn wir auf bestehenden Infrastrukturen aufsetzen, können wir da auch weiterkommen. Und noch eine kleine Anmerkung. Das Thema sozusagen Pyrolyse wurde adressiert für 2030, aber es gibt ein Berliner Start-up, die machen eine Plasmalyse, und da können Sie heute schon in einem Hotel in Berlin sehen, wie der feste Kohlenstoff quasi abfällt und der Wasserstoff entsteht. Ich glaube, die haben sogar den Innovationspreis der Gaswirtschaft gewonnen, und Wasserstoff in Kraft-Wärme-Kopplung verbrannt wird. Das heißt also, die technologischen Entwicklungen sind dramatisch schnell und wir müssen sie hochskalieren angesichts der Bedrohung. Deswegen ist die Heizungsindustrie und in dem Fall übrigens für mich natürlich auch die IG Metall, die da gut vernetzt ist, ein ganz wichtiger Partner, um diese Innovationen voranzutreiben. Ja, das ist in der Tat der Fall. Die Plasmalyse läuft schon in Berlin. Daneben gibt es auch massive Fortschritte bei der Pyrolyse in Ludwigshafen. Aber vielleicht dazu etwas später. Sie hatten den Hebel angesprochen, den eigentlich Deutschland auch in der Welt verursachen kann durch Technologieexport, sodass halt eben auch andererorts
mit innovativen Heizungen dann Emissionen eingespart werden. Und am Ende geht es ja auch darum, ein globales Thema zu lösen und nicht nur an den heimischen Herd zu denken. Aber ich möchte einmal trotzdem jetzt mal wirklich auf den heimischen Herd zurückkommen, nämlich Frage an Sie, Herr Neumann. Gucken wir mal nach Ostdeutschland, wo ja gerade nach der Wende viel saniert, also viel Geld in die Hand genommen. Müssen wir jetzt ein zweites Mal ran und dort alles rausreißen und die Elektrowärmepumpen einbauen? Oder sehen Sie eine reelle Chance, dass durch die Pipeline der Klimaschutz kommt und das vielleicht dort, gerade dort, eine gute Lösung wäre? Also in der Tat ist es so, dass etwa vor 30 Jahren, knapp vor 30 Jahren, ja so die ersten Modernisierungswellen rollten. Also ich kann mich gut erinnern, da wurden die Gebäude eingepackt, viel Geld wurde ausgegeben, natürlich auch viel Schaden gemacht. Ich habe das also auch beruflich erleben können, wenn dann tatsächlich einfach nur drauf losgemacht wird. Ich sehe eine Riesenchance, was auch eben gesagt wurde. Ich bin ja sehr viel auch mit der Anwendungsindustrie im Gespräch, also mit der Heizungstechnik im Allgemeinen. Es gibt da viele Dinge, die man jetzt schnell machen könnte, also Stichwort auch Hydraulik, und also diese gesamtheitliche Betrachtung. Die Vertreter dieser Industrie sagen da immer, okay, wir haben die Technologien, wo ist der entsprechende Wasserstoff? Das müssen wir deutlich machen. Und wenn wir uns hier eingrenzen auf beispielsweise den grünen Wasserstoff, der knapp ist, das hat Herr Engel auch gesagt, dann ist das eine Preisfrage am Ende. Und je offener wir die Technologien gestalten, und ich bin der festen Überzeugung, bunten Wasserstoff tatsächlich anzuwenden, Sie haben es ja mit der Plasmapyrolyse gerade angesprochen, am Ende, ich sage mal später, wenn wir den Hochlauf wirklich organisiert haben, wird es darauf ankommen, wie viele Kilowattstunden, also wie viel Energie brauche ich, um eine entsprechende Mengeneinheit Wasserstoff zu produzieren. Das werden wir später diskutieren. Und ich bin der festen Überzeugung, ich halte die Diskussion wirklich für schädlich, die wir jetzt aktuell führen. Wir brauchen den breiten Hochlauf. Wir müssen alle Infrastruktur nutzen, die wir haben, damit es diesen Hochlauf gibt. Blauer Wasserstoff wird notwendig sein, um CO2-Emissionen zu senken. Da bin ich mir auch mit Kollegen aus dem Öko-Institut einig. Also das ist am Ende eine Scheindebatte. Und wenn wir jetzt so tun, als wenn wir da Technologien verbieten oder vorschreiben, dann wird das nur unnötig teuer. Ein Gedanke vielleicht noch, den hat Kollege Mintrup, wir haben da öfter drüber gesprochen, dieses Quartiersthema halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Teil im Bereich der Gebäudesanierung auch, wo wir also schaffen können. Früher hatten wir Nahwärmeversorgungssysteme. Ich würde also diese Quartierslösungen viel, viel stärker in den Fokus nehmen, weil das wirklich eine pragmatische Chance ist. Und dann müssen wir sozusagen einfach loslegen und den Menschen sozusagen diese Transparenz auch vermitteln, also damit sie auch mitmachen können. Ich gehe da von dieser Akzeptanzstruktur, die wir viel zu spät intensiv diskutiert haben. Also ich denke jetzt mal 2, 3 Jahre zurück. Das ist eines der Kernpunkte für die Zukunft, wenn es gelingen soll. Ja, vielen Dank. In der Tat, das deckt sich auch mit unseren Kalkulationen. Quartiere spielen eine wichtige Rolle, vor allem auch, weil man daran sehr gut Sektorenkopplung auch praktizieren kann. Aber lassen Sie uns noch einmal, die Frage geht jetzt an Sie, Frau Ulig, bei den Endgeräten bleiben. Das, was der Kunde am Ende dafür bezahlt, hängt ja auch von der Förderpolitik ab. Wir haben gerade eine massive Förderung der Elektrowärmepumpe. Also eines Zusatzelement ist nämlich der Effizienz, die immer betont wird. Auf der Gasseite bekommt man geschenkt 275 Gigawatt Spitzenleistung im Winter, Ausspeiseleistung. Wir kriegen geschenkt 4 Monate Speicher, ein stabiles Netz, das auch das Stromnetz mitstützen kann und die 24/7-Verfügbarkeit. Hat das keinen Wert? Meine Frage zielt darauf ab, müssen wir nicht auch alternative Technologien, und ich meine auch insbesondere die Wasserstofftechnologie, auch entsprechend fördern, um eine Balance zwischen diesen verschiedenen Zusatzattributen, Effizienz auf der einen Seite und die ganzen Punkte, die ich eben genannt habe, auf der anderen Seite wiederherzustellen? Also aus meiner Perspektive ist es so, dass wir gerade im Wärmebereich, das hatte ja Herr Dr. Engelke eben auch schon angesprochen, sehr viele andere Technologien gibt. Die wurden jetzt auch schon mehrfach benannt. Unter anderem die Wärmepumpe, die im Gebäudebereich durchaus sehr sinnvolle und effiziente Möglichkeiten anbieten. Es ist unbestritten, dass Wasserstoff bei der Transformation eine entscheidende Rolle auch spielen wird als Speicher, als Garant in der Industrie für Wärme und Strom.
Aber gerade im Gebäudebereich von Privatgebäuden besteht die Möglichkeit für viele andere Technologien auch noch, die wesentlich effizienter zum Einsatz kommen können, weil sie stromgeführt sind. Das habe ich gestern gerade noch mal im Rahmen einer Diskussion erfahren, dass der direkte Einsatz von Strom halt auch im Gebäudebereich, aber zum Beispiel auch in der Automobilindustrie, je nachdem, was man sich da anschaut, wesentlich effizienter ist und keine Umwandlungsverluste zur Folge hat. Unabhängig davon ist die Industrie natürlich ein großes Einsatzfeld, gerade für grünen Wasserstoff. Lassen Sie mich da noch einen Punkt machen in Bezug auf den grünen Wasserstoff. Wir reden hier häufig davon, Herr Dr. Kaufmann hat es auch eben angesprochen, dass das die Zielperspektive ist. Aber ganz klar ist, grünen Wasserstoff wird es nur geben, wenn wir die erneuerbaren Energien richtig ausbauen. Und da würde ich Herrn Mintrup recht geben, da müssen wir schneller werden, da müssen wir besser werden. Wenn ich mir angucke, was die Starkregenereignisse in Süddeutschland jetzt mit sich bringen, wie die Situation in Kanada aktuell ist, haben wir keine Zeit mehr zu verlieren, wir können nicht mehr warten. Das heißt, ein zentrales Element, auch um an ausreichend grünen Wasserstoff perspektivisch kommen zu können, ist jetzt der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Das muss dringend angegangen werden und da ist es mir persönlich in den letzten Jahren einfach zu langsam gegangen. Dann schaffen wir es auch, genügend grünen Wasserstoff für die Bereiche, in denen der Einsatz sinnvoll ist, zur Verfügung zu stellen. Und gestatten Sie mir den Kommentar, als Vertreter der Gaswirtschaft möchte ich natürlich nicht, dass die Gaswirtschaft, die momentan die tragende Säule unserer Industrie wird, zum Appendix der Stromwirtschaft deklariert wird. Wir werden sicherlich auf der Stromseite auch noch genug erneuerbaren Strom benötigen. Stellt sich sicherlich die Frage, wie kriegen wir auch ein Global Sourcing als ein Land, das halt eben immer schon Energie importiert hat, hin. Aber springen wir doch noch mal einmal auf den Verbraucher zurück und damit läute ich jetzt die dritte Runde ein und die Frage geht damit an Herrn Engelke, der ja schon gesagt hat, ja, die Rechnung für den Verbraucher ist natürlich nicht nur die für die Heizung, für das Heizgerät, also für die Technologie, sondern auch für den Energieträger. Und die Frage an Sie ist, Herr Engelke, wir sehen, dass es mancherorts Biomethan-Tarife gibt, die günstiger sind als fossiler Brennstoff. Wie müsste ein Wasserstoffprodukt Ihrer Meinung nach ausschauen, vom Preis her, damit es für den Kunden attraktiv ist? Und wie könnte man das vielleicht auch bewerkstelligen, dass man eine solche Preisgestaltung erzielen kann? Herr Linke, ich konnte leider den zweiten Teil Ihrer Frage eben nicht verstehen. Können Sie den nochmal wiederholen? Ja. Ich hätte gerade Verbindungsschwierigkeiten. Es zielte darauf ab, dass wir mancherorts Biomethan zu günstigeren oder konkurrierenden Tarifen anbieten können, wie fossiles Erdgas. Deswegen die Frage, wie muss ein Produkt aussehen, ein Gasprodukt oder auch ein Wasserstoffprodukt, damit es tatsächlich dem Kunden hilft und attraktiv ist und auch von Ihnen Akzeptanz erfahren würde? Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, dass die Kombination aus Preis und erneuerbarer Energie, dass der relevant ist auf kurze Sicht und insbesondere auf lange Sicht für die Verbraucher. So, wir wollen alle zusammen, die Verbraucher wollen das auch, die Umstellung auf erneuerbare Energien, klimaverträgliche Energien, dazu gehört sicherlich auch Biomethan, dazu gehört auch grüner Wasserstoff. Dazu gehört natürlich auch zurzeit sehr viel Strom. Das heißt, es ist sicherlich richtig, dieses ganze Portfolio zu betrachten. Und dann kommen wir wieder dahin zurück, was haben wir zurzeit, welche Mengen haben wir zurzeit, welche Mengen haben wir möglicherweise in 10 Jahren und so weiter und so fort. So, und dann müssen wir einfach gucken, was ist auch realistisch so. Und wir sehen eben zurzeit noch nicht, wir wünschen uns das sicherlich, glaube ich, alle anders, aber wir sehen zurzeit noch nicht, dass wir genügend Wasserstoff haben. Wir werden auch bei Biomethan, die landwirtschaftliche Fläche ist begrenzt, so das heißt, da werden wir auch nicht sehr viel mehr Biomethan sehen, als wir zurzeit haben. So das heißt, wir brauchen da erstmal andere Quellen, die stärker zur Verfügung stehen. Und das sind natürlich erstmal, da sind wir wieder im Strombereich bei den Wärmepumpen und so weiter. Auch der Bereich Energieeffizienz muss parallel weiterlaufen. So, und dann lassen Sie uns mal gucken, wo
sind die grünen Wasserstoffmengen in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Also was kriegt man hin? Was kriegt man in Deutschland hin? Was kriegt man mit Importen hin? Ja, so. Aber lassen Sie mich noch gleich mal einmal nachhaken. Ich meine, Sie kritisieren ja auch nicht, dass die Elektrowärmepumpe gefördert wird. Wäre für Sie ein geförderter Wasserstoff ein guter Wasserstoff und damit akzeptabel? Wenn es um die Förderung von grünem Wasserstoff geht, ist das sicherlich, das wäre sicherlich akzeptabel, ja. Und es wird ja auch schon, es wird ja auch gemacht, Wasserstoff wird ja auch schon unterstützt. Also wir haben überhaupt nichts dagegen, dass grüner Wasserstoff staatlich gefördert wird. Okay, dann werden wir gleich noch in der abschließenden 4. Runde uns mal genau mit den kreativen Vorschlägen der anderen Kandidaten hier auseinandersetzen, denn die haben bestimmt gute Ideen in der Tasche, wie wir dorthin kommen. Aber zunächst mal eine Frage an Herrn Kaufmann. Herr Kaufmann, Sie erahnen, Sie denken auch über die deutschen Grenzen hinaus, haben auch erwähnt, international müssen wir uns anbinden an die Wasserstoffquellen und da verspricht man sich natürlich auch niedrige Preise dort davon. Wie kommen wir an den günstigen Wasserstoff ran, damit wir günstige Produkte hier in Deutschland anbieten können? Ist das nicht eine Schlüsselfrage, die wir von Anfang an sozusagen über die komplette Wertschöpfungskette mitdenken müssen? Sind das nicht kommunizierende Glieder? Der Markt klappt nicht, wenn der Wasserstoff nicht günstig eingekauft wird und wir sind kein attraktiver Markt für einen Händler, wenn wir nicht einen großen Markt haben. Wie sehen Sie dieses Thema Global Sourcing grüner Wasserstoff? Absolut, und es ist einer meiner Haupttätigkeitspunkte eigentlich gerade der letzten Monate, internationale Importbeziehungen aufzubauen, internationale Technologiepartnerschaften aufzubauen. Wir haben mit Australien vor 2 Wochen ein Abkommen geschlossen. Da geht es auch um eine Technologiepartnerschaft auf der einen Seite, wo wir Schaufenster werden wollen für Green Technology, auch zum asiatischen Markt, die ja bei der Brennstoffzelle uns voraus sind. Und wenn wir die Chinesen, die gerade etwas zurückhaltend sind, international anschauen, wahrscheinlich auch auf der Elektrolyseurseite. Wir handeln Abkommen gerade aus mit Namibia. Wir haben ich habe mit ungefähr 30 Staaten gerade Kontakte, natürlich auch in Europa mit Schottland, Irland, Island, Portugal, Spanien und so weiter, die alle Wasserstoff liefern wollen. Und wenn ich jetzt nochmal Australien aufgreife, dort haben wir natürlich auch Philanthropen, jemand wie diesen Erzminen-Milliardär Forrest, der letzten Wochen in Europa und weltweit unterwegs war, um Potenziale für die Erzeugung von grünem Wasserstoff auszuloten, der angekündigt hat, 2030 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff nach Europa zu liefern, zu einem Preis von 2 Australischen Dollar pro Kilogramm. Ja. Das wäre natürlich ein absolut wettbewerbsfähiger Preis. Auch die Kanadier wollen zwischen 2 und 3 Dollar den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff liefern aus Quebec. Die Saudis planen zu ähnlichen Preisen blauen Ammoniak oder Ammoniak dann zu verschiffen. Also insofern passiert gerade jetzt gar nicht mal jetzt mit Unterstützung getrieben, sondern wirklich aus Geschäftsmodellen von diesen reichen Konzernen, eben reichen Privatpersonen schon einiges. Und nun geht es darum, dass wir auf der einen Seite natürlich Importbeziehungen aufbauen, dass wir entsprechende Partnerschaften bilden, dass wir versuchen, natürlich auch unsere deutsche Technologie dorthin zu exportieren und auf der anderen Seite eben auch mit Staaten wie Afrika Partnerschaften aufbauen. Da geht es jetzt nicht um die Lieferung bis 2030, aber Namibia, also Südafrika oder viele westliche afrikanische Staaten sind ja mit uns hier im Gespräch. Also all das zusammen und insofern bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir auch signifikante Mengen grünen Wasserstoffs als Commodity oder dann als Methanol-Ammoniak sehen werden. Und wo das nicht reicht, wo wir tatsächlich noch große Preisdiskrepanzen haben sollten, da ist ja dieses Instrument Age to Global angedacht, dass das Wirtschaftsministerium ja im Rahmen der 2 Milliarden internationale Förderung praktisch sich ausgedacht hat, wo wir letztlich die Preisdifferenzen über eine Stiftung, die global Wasserstoffmengen ausschreibt, dann ausgleichen wollen. Da wird diese Milliarde nicht reichen. Da gibt es jetzt auch Ideen, das nach Brüssel zu einer europäischen Stiftung zu machen. Jedenfalls ist das eine Idee, wenn der Wasserstoff eben tatsächlich noch teurer sein soll in den nächsten 10 Jahren, dann die Preisdifferenzen auszugleichen. Also das ist vielleicht nur einige wenige Anmerkungen zu dem, was man dazu alles sagen könnte. Also nehmen Sie bei den nächsten Gesprächen die deutsche Industrie und einige Verteilnetzbetreiber oder Stadtwerke mit unter den Arm, damit vielleicht hier 2 Verheiratete zu einer Ehe zusammengebracht werden können. Immer dabei, immer dabei. Immer dabei. Wir haben Machbarkeitsstudien in Australien, da ist die deutsche Industrie dabei, der BDI. Wir haben jetzt ein großes Projekt in Chile. Also wir gehen immer, auch wenn wir als BMWF mit den Projekten dorthin gehen, wir haben immer die Industrie sozusagen mit dem Huckepack. Es sind immer Industrie, Forschung, natürlich die nationalen Behörden und so weiter dabei.
Also das hat schon Hand und Fuß. Dankeschön. Herr Mintrup, Sie haben die ganze Komplexität dieses Themas Wasserstoff, Quartierlösung in Ihren vorherigen Antworten angerissen. Ich möchte Sie jetzt doch ein bisschen mehr festnageln und sortieren und deswegen mal eine provokante Frage, so schlimm ist sie nun auch wieder nicht. Ländlicher Raum Biogas und städtischer Raum Wasserstoff, ist das ein Sortierkriterium oder macht das Ihrer Meinung nach keinen Sinn? Ländlicher Raum Biogas, städtischer Raum Wasserstoff. Naja, also es ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr, es kommt ja auch darauf an, welchen ländlichen Raum haben Sie. Also wir regeln im Augenblick Windkraftanlagen ab und zahlen dafür 1 Milliarde Euro jedes Jahr. So, jetzt ist die Frage, kriege ich eine vernünftige Sektorenkopplung hin? Da steht die EEG-Umlage im Weg, deswegen muss die abgeschafft werden. Also es kann so sein, dass man im ländlichen Raum dann den Überschussstrom nutzt, um damit Wasserstoff zu erzeugen in einem Dorf. Es kann sein, dass ich dann direkt die Wärmepumpe ansteuere. Also am Ende wird es ein Mischsystem sein. Es kann auch sein, dass ich in der Übergangszeit die Erdgasleitung bis zum Dorf habe und dann gibt es also quasi die innovative Plasmalyse. Das wird sich viel, viel stärker mischen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir verstehen, dass wir ein neues Energiesystem haben. Und das kommt natürlich über die primär die Erzeugung der Erneuerbaren, der volatilen Erzeugung von Strom aus Wind und Strom aus Solar. In der Tendenz immer kostengünstiger, immer effizienter. Und es ist aber nicht möglich, das gesamte System elektrisch zu fahren. Sie werden keinen Experten finden, der das in Deutschland sagt. Im Augenblick haben wir, glaube ich, bei der Endenergie ungefähr 21% Elektronen, der Rest ist Moleküle. So, das wird sich verschieben in Richtung Strom. Aber da kommt jetzt der Punkt, der Wasserstoff ist sozusagen, weil er die vorhandene Infrastruktur, Leitungsinfrastruktur nutzen kann durch Umnutzung, weil die Erneuerbaren immer billiger werden, weil auch die Elektrolyseure immer billiger werden, ist er eben eine interessante Herausforderung, um die vorhandenen Infrastrukturen zu nutzen. Und dann muss man unterscheiden zwischen dezentralen Infrastrukturen der Wohnnutzung, aber natürlich darf man nicht vergessen, wir sind primär auch ein Produktions- und Industrieland. Und die Stadt Hamburg hat sich das mal angeguckt, wie viel der Prozesse in Hamburg können wir nicht elektrifizieren und wie viel können wir nicht elektrifizieren. Da kommen die zu interessanten Ergebnissen und wie kriege ich sozusagen die Leitungsinfrastrukturen parallel geplant. Also so einfach kann man die Antwort nicht geben. Die Antwort ist im Grunde genommen relativ klar, die erneuerbaren Strom, sozusagen PV und Wind, sind sozusagen im Lead und anschließend sozusagen ergibt sich daraus eine Folge und dabei spielt Gas und natürlich schlüssigerweise Wasserstoff, weil es eben am Ende klimaneutral ist, eine Rolle. Und noch ein Satz dazu, es wird immer kostengünstiger, immer kostengünstiger, immer kostengünstiger wegen der Economy of Scale, während die Importe am Ende Transportkosten haben. Deswegen glaube ich, dass am Ende in Europa ein Großteil des Wasserstoffs dort erzeugt wird, wo ich an den Pipelines dran bin. Weil das sagen wir alle Experten, die Pipelines sind sozusagen der Schlüssel. Die Transporte in den Schiffen ist was anderes. Und noch ein letzter Satz, auch die deutsche Industrie sagt mir, warum sollten denn die Länder im globalen Süden, die jetzt in die Wasserstoffproduktion gehen, nicht anschließend in die chemische Produktion gehen? Das ist zwar nicht die Beantwortung Ihrer Frage, aber das muss man zumindest sagen. Damit könnten wir auch unsere Produktion im chemischen Bereich verlieren, wenn wir nicht massiv in die Erneuerbaren investieren. Also wird eine Mischung sein. Und Kohlenstoff wird eine Rolle spielen, wenn Sie Biogas sagen, aber ich glaube, die Tendenz geht eher in Richtung Wasserstoff und in sehr vielfältigen Anwendungen im Gasbereich. Also obwohl das jetzt eine lange Frage war, trotzdem nochmal nachgefragt. Sie kennen ja das Spiel Tetris, wenn man da nicht aufpasst, dann passen die Steinchen nicht zusammen. Zu Beginn der Energiewende hat man mal gesagt, wir brauchen einen Energiewende-Manager. Frage, brauchen wir jetzt für diese Herausforderung zum Beispiel nicht jemanden, der die Wärme-Roadmap managed, also regionale Wärmeplanung und dergleichen, damit diese Puzzlesteine, von denen Sie sprachen, auch wirklich ideal zusammenpassen? Ja, natürlich braucht man die. Man muss sozusagen anfangen von den Quartieren nach oben. Und wir müssen endlich die Röhren verlassen in Deutschland. Also zu glauben, also ich hatte ja diese völlig irre Debatte seit Jahren nach dem Motto, wird der Stromverbrauch in Deutschland steigen? Natürlich steigt er. Und es ist aber auch vernünftig, weil gleichzeitig damit der Endenergieverbrauch steigt. Das heißt also, man muss querdenken und man muss auch wirklich Energie ganzheitlich betreiben. Das habe ich am Anfang für meine Genossenschaft gesagt. Wir müssen eben Strom, Wärme, Transport gemeinsam denken, auch von den Steuern gemeinsam betrachten. Weil bisher haben wir in Deutschland eher eine Stromwende als eine ganzheitliche Energiewende. Und dann kann ich
unglaubliche Synergien erzielen, die kostengünstig sind. Dann habe ich zum Beispiel, passt jetzt nicht in den Gasbereich rein, ich habe eine Elektroautomobilflotte, die diese volatilen Energien wunderbar über ihre Batterien ausgleichen kann. Ich habe aber auch, und das haben Sie zu Recht, eine Gasinfrastruktur, die ein Langzeitspeicher ist, anders als Strom. So, und wenn ich dieses ganzheitlich mache, wenn ich es ganzheitlich reguliere, wenn ich es von unten nach oben reguliere, dann wird das am Ende billiger. Billiger als das jetzige System. Da bin ich fest von überzeugt. Also die Dezentralität mit berücksichtigen. Herr Neumann, würden Sie dem jetzt so zustimmen? Sie sind ja der Ingenieur hier unter uns. Sie sind ja derjenige, der Ahnung hat. Ja? Oder ist es nicht irgendwie doch das Beste, dass man hier die freien Ingenieurskräfte walten lässt, Technologieoffenheit über alles sozusagen, dann stellt sich Sozialverträglichkeit und niedrige Kosten schon von alleine ein? Also herzlichen Dank für die Frage. Ich würde mir wünschen, dass sich die Ingenieure viel, viel stärker in dieses Energiemanagement einbringen würde. Und jetzt sage ich mal was ganz... Sie haben jetzt die Chance, der Herr Droste zu sein, der Herr Droste der Energiewende sozusagen. Und jetzt sage ich mal was ganz Nettes zu meinem Kollegen Mintrup. Wir haben ja viele Gespräche. Ich würde mir wünschen, wenn die GroKo viele dieser Mintrups gehabt hätte, dann wären wir an verschiedenen Stellen weiter. Denn ich glaube, wir haben das viel zu kleinteilig gemacht. Das Systemische habe ich vorhin gesagt. Wir haben ja ein Raumzeitproblem. Das hat Kollege Mintrup auch gesagt. Und aus meiner Sicht kommt es jetzt wirklich darauf an, die jeweiligen Potenziale zu nutzen. Wir reden über volatile Energie und wir reden auch davon, dass wir jetzt zwischen Leistung und Energie tatsächlich nochmal einen Schnitt machen müssen. Also ich bin ja dafür, dass wir ausbauen. Ich habe nicht dagegen gesprochen. Viel wichtiger für die Verbraucher und für die Wirtschaft ist doch, dass wir Energiemengen bereitstellen, die wir sozusagen brauchen. Und der Wirtschaft oder dem Verbraucher ist es doch egal, wie viel Windräder aufgestellt werden. Wichtig ist, wie viel Energie wird CO2-frei quasi dem Markt zur Verfügung gestellt. Dann wird es nämlich auch preiswerter. Und hier gibt es viele, viele Details, die man jetzt ansprechen müsste. Ich verkürze das. Wir brauchen, und das ist die Aufgabe für die 20. Legislatur, die ja jetzt quasi dann in diesem Jahr beginnt. Wir brauchen quasi einen Energiemanagementplan. Das heißt, es müssten jetzt viele, viele Fragen gleichzeitig angegangen werden. Stefan Kaufmann sprach das Thema Bildung an, also Fachkräfte, das Thema Normung. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcen. Wir müssen also gucken, dass wir viele Dinge nicht einfach wegwerfen, nur weil es in der Norm steht, um wirklich Energie einzusparen. Also viele, viele Fragen bis hin zuletzt diese systemische Herangehensweise, das haben wir ja gemerkt. Und ich sage einen allerletzten Satz dazu, bitte nicht nochmal die Fehler bei der EEG, also bei der Energiewende machen, wo wir eben nur Produktion uns angeguckt haben und dann plötzlich gemerkt haben, dass volatile Energie ja einen Speicher braucht, auch Netze braucht. Das kam viel später und das sollten wir beim Wasserstoff jetzt wirklich grundsätzlich vermeiden. Vielen Dank dafür. Ja, am Ende zahlt der Kunde die Zeche, ob es jetzt beim Endgerät ist oder auch in die Infrastruktur. Die Kosten von Produkten, die Erzeugungskosten von Produkten, die vielleicht auch CO2 bepreist sind, Transportkosten und so weiter, werden ja doch am Ende auf den Kunden abgewälzt. Frau Ulich, jetzt gebe ich Ihnen die Chance, sozusagen mal etwas zu kritisieren, was Sie nicht verbockt haben. Wir haben ja jetzt gerade das ENWG verabschiedet, novelliert mit vielen guten Punkten, sicherlich auch erstmalig Wasserstoff im ENWG. Aber eins ist nicht gelungen, eine gemeinsame Regulierung Wasserstoffnetze und Erdgasnetze, das will man erst später angehen. Meine Frage, wer zahlt die teuren Netzkosten, wenn man jetzt hier nicht Wasserstoffnetze und Erdgasnetze zusammendenkt? Ich hatte das ja eben schon mal angesprochen. Aus meiner Sicht müssen die jetzt zusammengedacht werden, weil wir ansonsten bei Stranded Investments landen. Es muss jetzt quasi die Perspektive für den Wasserstoff geschaffen werden. Da sind wir uns ja auch alle einig, dass Wasserstoff eine entscheidende Rolle tragen wird in der Energiewende, im Rahmen der Energiewende. Und ich glaube, jetzt nichts zu tun und abzuwarten, ist ein Preis, den wir uns einfach nicht leisten können. Sondern wir müssen nach vorne schauen, gucken, dass wir das jetzt sozial auch gestalten, dass wir gucken, dass eine gerechte Kostenverteilung erfolgt an der Stelle und dass die notwendigen Investitionen erfolgen können. Das ist ganz klar, aber jetzt nichts zu tun und sagen, wir haben ja ein Problem und wir gucken mal, wie wir das lösen, das halte ich nicht für zielführend.
ich glaube, unabhängig davon, ob wir jetzt über Importe von Wasserstoff reden, ob wir selber Wasserstoff produzieren, ich glaube, das sind zwei Säulen, die wir beide brauchen werden, ist es so, dass wir eine Planung für die Infrastruktur brauchen. Wie kommen wir von einem methanbasierten Netz in Richtung Wasserstoff? Vielen Dank. Ja, ich läute die letzte Runde ein. Ich möchte es auch knapp machen. Blick auf die Fragen zeigt, dass Sie sehr gut hier gearbeitet haben, denn es sind nur wenige Fragen da. Das heißt, wir haben offensichtlich ein großes Portfolio an Lösungen schon hier aufgezeigt. Aber eins fehlt noch in unserem Portfolio, nämlich die Frage nach einem geeigneten politischen Instrument, um jetzt mit Wasserstoff nach vorne zu kommen. Ich möchte mal ein paar Punkte in den Raum werfen. CO2-Preis ist schon angesprochen worden, vielleicht auch ein Wasserstoffbonus, so etwas, oder ein CO2-Äquivalent, das herabgesenkt werden soll, eine Quote. Andere Ideen, bitte der Reihe nach, Herr Engelke, was würden Sie jetzt für ratsam halten als politisches Instrument, damit es halt eben nicht beim Wasserstoff, bei den leeren Versprechungen bleibt. Und wir in dem Chaos, wo wir uns ja einig sind, dass wir dort einen Manager brauchen, so jemanden, der uns dort hilft, geordnet vorzugehen, nicht untergehen. Also die CO2-Bepreisung haben wir schon. Ich glaube auch, dass das ein gutes Instrument ist grundsätzlich, Rückführung an die Verbraucher eingeschlossen. Und ich glaube, letztendlich muss ich der grüne Wasserstoff sowohl vom Klima her als auch von den Verbraucherpreisen am grünen Strom messen lassen können. Und mit dem muss er eigentlich in den Wettbewerb treten. Und dann werden wir sehen, wie er abschneidet, ob er damit konkurrieren kann oder nicht. Ein allerletztes Wort, ganz kurz noch zu Frau Uhlig, der muss ich leider widersprechen, weil die Finanzierung der Wasserstoffnetze, die jetzt ja aufgebaut werden sollen, ja zunächst erstmal für die Industrie aufgebaut werden sollen. Und diese Industriewasserstoffnetze sollen bitte nicht finanziert werden über die Netzentgelte der Erdgasnetze, weil da die privaten Verbraucher etwas finanzieren, von dem sie nichts haben. So, und das gilt auch für die Herstellung von Strom in Elektrolyseuren. Die privaten Verbraucher sollen über ihre Strom- und Gasrechnung keine Verwendung finanzieren, die erstmal der Industrie zugutekommt. Wenn das in 20 Jahren anders ist, können wir gerne wieder drüber reden. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Kaufmann, welche politischen Instrumente sehen Sie? Sie haben ja auch eben schon Ihre Aktivitäten im internationalen Raum erläutert. Gibt es vielleicht auch dort Instrumente, also dass wir auch mal an all unsere Wirtschaft und nicht nur an den Endkunden und CO2-Bepreisung denken, sondern schauen, welche anderen Kräfte wir mobilisieren können. Aber ich möchte Ihre Antwort nicht einschränken. Sie dürfen natürlich das Instrument herauspicken, was Sie für das Wichtigste halten. Ja gut, also CO2-Bepreisung, Abschaffung EEG, Senkung Stromsteuer, das wird alles jetzt in der nächsten Regierung im Koalitionsvertrag drinstehen und muss konsistent sein. Natürlich, ich habe H2 Global angesprochen, also ein globales Instrument, das größer werden muss. Carbon Contracts for Difference werden eine Rolle spielen. Jetzt, man kann vielleicht auch über mehr Anreize oder Bonussysteme sprechen, was weiß ich, von Sonntagsfahrmöglichkeiten für Wasserstoff-LKWs beispielsweise. Also man kann auch auf der Ecke einiges sich noch überlegen. Ich denke, da haben wir schon einige Ideen gehört, aber müssen noch einiges mehr entwickeln. Jedenfalls hat die Verantwortung, die Politik eine hohe Verantwortung. Ich habe heute Morgen mit vielen Industrievertretern nochmal gesprochen. Wir beeinflussen mit unseren Entscheidungen eben auch Investitionsentscheidungen. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich nicht trivial, was wir jetzt tun und was wir vor allem auch im nächsten Koalitionsvertrag festlegen. Dankeschön. Herr Mintrup, sagen Sie doch mal Bonus. Oder können Sie sich damit gar nicht identifizieren? Bonus. Naja, ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Also ich hab vier Punkte, die wichtig sind, damit wir vorankommen. Also der erste Punkt ist massiver Ausbau von Wind und Photovoltaik. Massiver Ausbau. Damit wir das vorantreiben, ist die Akzeptanz wichtig. Da ist total wichtig, dass wir das jetzt geschafft haben, dass es für die Standortkommunen bei Wind und PV eben auch die Möglichkeit gibt, sozusagen so eine Art Wertschöpfungsabgabe zu bekommen, ohne dass da hier rechtliche Probleme gibt. Das wird vor allen Dingen dazu führen, dass wir Anlagen sehen werden außerhalb des EEGs. PV wird in der Tendenz runtergehen, auch in Deutschland, auf 2 Euro Cent. So, erster Punkt. Wenn wir das haben, kommt natürlich an zweiter Stelle, dass wir endlich eine ganzheitliche Energieplanung brauchen, dass wir uns betrachten, Strom, Gasnetze, Wärmenetze, Speicher,
und dass wir Speicher nicht diskriminieren. Weil dann, und auch Wandler nicht, bei Wasserstoff machen wir das ja. Denn das Energiesystem ist eben extrem volatil und ich möchte das quasi aus dem günstigen Solarstrom, den ich ansonsten abregeln müsste, wenigstens in Teilen günstiger Wasserstoff wird. Und das kann man denken sozusagen mit dem großen Offshore-Windpark, wie die Dänen das machen, mit den Energieinseln, die auch Wasserstoff produzieren, bis hin zum Quartier. Ich werde jetzt im Sommer in Bochum ein Quartier angucken, wo Wasserstoff im Quartier erzeugt wird und dann wieder rückverstromt wird. Im Augenblick noch nicht wirtschaftlich, wird aber wirtschaftlich sein. Da kommt der dritte Punkt und das ist der entscheidende. Wir müssen natürlich eine Abgabensteuer- und Umlagenreform bekommen. Und diese EEG-Umlage ist totaler Gift für die Sektorenkopplung. Totaler Gift, die muss weg. Und das ist, hat der Olaf Scholz als erstes ja quasi gesagt. Und es wird auch dann, der letzte Punkt ist, wir brauchen natürlich eine andere Strommarktsituation. Es kann nicht sein, dass wir einen zentralistischen Strommarkt haben in einer immer dezentraler werdenden Energiewelt. Das führt einfach zu unsäglich hohen Kosten, sondern wir brauchen natürlich auch dezentrale Märkte, brauchen Vielfalt in den Märkten. Und dann am Ende wird das fliegen. Und dann brauchen wir im Kern auch keine Boni, sondern da wird sich im Grunde genommen das durchsetzen. Und Sie haben als Gast einen ganz wesentlichen Vorteil. Sie haben eine gebaute Leitungsinfrastruktur. Und letzter Satz zu der Frage, wer zahlt eigentlich die Kosten für den Ausbau? Ich habe dann immer intern gesagt, wer zahlt eigentlich die Kosten für den Rückbau? Und ich möchte, dass der Rückbau möglichst wenig ist, weil da wurde immer argumentiert mit der Frau, die ja mit Erdgas kocht. Naja gut, soll die denn am Ende den Rückbau der Gasleitung bezahlen, sondern das muss ja irgendwie dann am Ende Gemeinschaftswerk werden. Und insofern habe ich mich immer dafür ausgesprochen, dass man das gemeinsam sieht und gemeinsam betrachtet. Es ist immer effizienter, wenn man keine zwei Regulierungen für zwei Gasfirmen, also für sozusagen zwei Röhrensysteme hat in der Perspektive. Ja. Klar, aber das getrennt zu machen, halte ich nicht für angemessen. Herr Neumann, hat Herr Mintrup für Sie jetzt den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt? Würden Sie auch sagen, ja, wir haben Infrastruktur, die können wir gut nutzen, die politischen Instrumente müssen an anderer Stelle greifen? OPEX-Förderung, wäre das etwas, auf das Sie anspringen oder was haben Sie im Köcher? Also im Grunde genommen hat Herr Mintrup recht, er hat also viele der Dinge auch genannt, die ich vielleicht, also die ich unterstütze an der Stelle. Was ich viel stärker sehe und das eine Element, was wir viel stärker fördern sollten, ist das ganze Thema von Innovationsausschreibung. Also wir müssen Innovation fördern, dafür muss Politik den Rahmen bilden. Strommarktgesetzgebung sehe ich völlig genauso. Da brauchen wir tatsächlich einen Anfang, den wir jetzt angehen müssen. Ich habe vorhin gesprochen, dass wir gesehen haben, wie weit Politik in Energie managen kann. Also wir brauchen quasi ein Energiemanagementplan. Und was ganz, ganz wichtig ist, und Stefan Kaufmann hat es ja angesprochen, ich würde da gar nicht nochmal nach Australien so weit gucken, sondern versuchen, dass wir einen europäischen Energiemarkt aufbauen. Ich hatte vorhin vom Raum-Zeit-Problem gesprochen und mir geht es letztendlich um die Energiepotenziale, die auch in Europa vorhanden sind, Spanien, Griechenland, Kroatien, wenn ich an die Sonnenstunden denke, die da vorhanden sind. Und wie gesagt, um damit einen sogenannten globalen Energiemarkt zu machen. Das sind die Elemente der Zukunft, weil wir dann richtigerweise mit volatiler Energie natürlich auch tatsächlich Versorgungssicherheit 8.760 Stunden gewährleisten. Und wir haben ja jetzt zum Ende der Legislatur, hatte das verfasst mit meinem Team, einen Antrag zur Versorgungssicherheit. Genau in die Richtung müssen wir gehen. Das wäre sozusagen meine Order an der Stelle, damit Energiewende gelingt. Vielen Dank, Frau Licht. Sie haben jetzt zum Schluss nochmal die Möglichkeit aufzuräumen, nachdem Ihr Vorschlag ja schon kritisiert worden war von Herrn Engelke. Hätten Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, sozusagen dazu kontern. Anfangs sprachen Sie von ein Drittel. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist das ja Ihre Empfehlung, die Sie hier nochmal erläutern würden. Die politischen Instrumente, damit es passieren kann, Wasserstoff für uns alle. Ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Engelke hat mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich hatte von einer gerechten Kostenaufteilung gesprochen. Das bezieht sich natürlich darauf, welche Bereiche man sich anguckt und um welche Projekte es geht. Und ich glaube, aktuell ist das Zentrale, dass wir anfangen, dass wir beginnen mit Förderung im Bereich Wasserstoff, dass wir die Elektrolyseure bekommen in Deutschland. Dazu gehört sicherlich auch, das wurde jetzt schon vielfach angesprochen, eine Reform der Abgaben und Umlagen, eine Neuausrichtung unseres Strommarktdesigns mit einer Fokussierung darauf, dass wir ja als Basis unseres neuen Strommarktdesigns die erneuerbaren Energien haben werden. Und mit allem, was dazugehört, das wurde heute auch schon vielfach genannt, Netzausbau, Speichermöglichkeiten,
und da ein System aufzubauen, was am Ende dann auch versorgungssicher ist. Zu Ihrer Rückfrage zum Drittelmodell, die bezieht sich explizit auf Wohngebäude, auf die energetische Gebäudesanierung und die Frage, wie wir in Zukunft in effizienten Gebäuden wohnen können. Da gibt es Fördermöglichkeiten vom Staat. Da hat sicherlich jeder Vermieter, jede Vermieterin oder Hausbesitzer auch eine Aufgabe, da einen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich bestimmte Kosten auch eingespart werden können durch die Mieter, weil sie nicht mehr so viel Wärmebedarfe haben in sanierten Häusern. Und da soll es eine gerechte Kostenaufteilung geben, um das Ganze auch sozial zu gestalten. Vielen Dank an Frau Ulich und an Sie, meine Herren. Ersparen Sie mir eine lange Zusammenfassung, denn die haben Sie ja eben gerade schon mit Ihren Empfehlungen selber gegeben. Wir werden das als DVGW natürlich extrahieren und damit unserer neuen Regierung sozusagen ein Bündel an Maßnahmen empfehlen, einen Koffer mit auf die Reise geben. Unabhängig von der Idee, dass wir doch hier einen Droste brauchen für die Energiewende. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihr Engagement. Ja, da schließe ich mich gerne an. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite in die Runde. Ja, für mich ist in der Tat jetzt die Zeit gekommen, ein ganz kurzes Fazit zu ziehen. Wir haben 4 komprimierte Wochen hinter uns rund um dieses kleine Molekül. Wir haben vielfach und mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über dieses chemische Element gesprochen, das ja so großes Potenzial birgt, die Energiewende zu ermöglichen und auch unser Klima zu schützen. Heute auch schon angesprochen worden ist, bunt ist es. Mal ist es grün, mal blau, bisweilen auch rot bis hin zu gelb oder auch aschgrau. Es hält sich gerne überall auf und ist bisweilen auch bestrebt, mit dabei zu sein. Hält Einzug in die Welt der Forschung, in Sektoren, in denen man es wirklich gar nicht vermuten würde und vor einiger Zeit auch noch gar nicht für möglich gehalten hatte, dass es dort gar den Ton angeben könne. Der Wasserstoff soll Hochöfen beheizen, für Wärme auf dem Sofa im Winter sorgen, soll uns auf der Straße, den Schienen, dem Wasser oder auch in der Luft fortbewegen. Er erobert die Unterwelt und breitet sich dort in Rohrleitungen aus. Und er macht sich einer ungeheuerlichen Transformation zu eigen. Geborgen, und das wurde heute auch angesprochen, durch Windkraft, Wasserströme, Sonnenenergie, fossilen Ursprüngen und so weiter, lässt er sich auch schnell wieder in andere chemische, physikalische Zustände verwandeln, von Gas zu Strom und wieder zurück. Ja, um diesen Wasserstoff ranken sich Mythen, entspinnen sich Ideologien, werden Strategien und Regelwerke kreiert, Abkommen und Verbünde geschlossen, gar Unternehmen gegründet. Und wir haben in den letzten 4 Wochen hier die meisten Facetten des aufstrebenden Moleküls betrachtet, sein Potenzial versucht zu erfassen, seinen zukünftigen Status zu ermitteln und seinen Nutzen für alle Sektoren für eine klimaneutrale Zukunft zu ergründen. Ich glaube, und das hat diese Diskussion ja auch gezeigt, wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen. Denn das, was man bislang zu diesem kleinen Element weiß, erforscht und ausprobiert hat und unter anderem, was während der Wasserstoffwochen vorgestellt wurde, zeigt, am Wasserstoff wird in den kommenden Jahrzehnten kein Weg vorbeiführen. Und damit möchte ich meinen Part dieser 4 Wochen hier schließen, mich bei Ihnen allen sehr bedanken, dass ich Sie begleiten durfte, mich mit allen Referenten austauschen durfte, die in dieser Zeit hier aufs Podium gestiegen sind und Sie an Ihren Projekten, Forschungsergebnissen und Ideen haben teilnehmen lassen und dass wir, die Kongress GmbH, damit betraut wurden, diese Wasserstoffwochen mit realisieren zu dürfen. Es hat uns und insbesondere mir sehr großen Spaß gemacht. Morgen wird unser Vorstandsvorsitzender, Herr Professor Linke, in einem Abschlussfazit noch einmal alle wichtigsten Erkenntnisse für Sie dann zusammenfassen. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen allen. Vielleicht bis bald wieder. Machen Sie es alle gut. Auf Wiedersehen und tschüss.